Jo, hallo Leute, hier ist wieder Schwanger Kurt vom Schwanger Clan und da ich und Simon, beziehungsweise Simon und ich, wir haben uns ja jetzt überlegt, zu Weihnachten als eine Art Adventskalender gibt es jetzt jeden Tag was Neues bei uns. Und da ich ein schönes Replay bei mir hatte, habe ich mir gedacht, mache ich einfach mal ein Audio-Comment raus. Wie ihr vielleicht wisst, vielleicht noch nicht, seit ich ISDN habe, kann ich jetzt endlich mein Einheitenmikro. Das heißt, ich bin wieder auf meine alte Lieblingsrasse, die Menschen, umgestiegen. Mit Modem ging das immer nicht so gut, da wenn man Footman zurückgezogen hat, war er meistens schon tot und so ein Grunzer halt einfach mehr aus. Das geht jetzt wieder. Das Replay, was ich euch zeigen will, ist ein Human vs. Human Match auf Lost Temple. Das könnt ihr ja schon mal starten und bei 45 Sekunden pausieren. Mein Gegner Bereit zur Arbeit. ist unten links, also sozusagen auf Bereit zur der Arbeit. 8-Uhr-Position. Arbeit ist vollbracht. Das ist Sigun, Level 14 Human. Ich bin zurzeit Level 11, neben demselben Account, den ich auch für Ork genommen habe, also Schwanger Kurt. Und ich bin so ganz oben eigentlich auf der 12-Uhr-Position. Ich denke mal, ja, seid jetzt vielleicht soweit und in 3 Sekunden geht's dann los. 3, 2, 1, los geht's. Ja, was gibt's denn sozusagen Bereit zur zum Arbeit. Human vs. Human Matchup? Lost Temple ist also ziemlich die Human Map überhaupt, weil man da so einfach eine Fast Exe machen kann. Es gibt eigentlich nur zwei Zugänge zur Basis, also einen zur Main Base und einen zur Bereit zur Exe. Arbeit. Es ist wirklich nicht weit, bis man zur Exe kommt und da stehen auch nur ein paar Arbeit ist vollbracht. Schattenpriester und Trollberserker und Fallensteller rum, die auch noch Arbeit ist automatisch auf den vollbracht. Wasserelementar schießen. Also, was liegt da näher, als eine Fast Exe zu Bereit zur machen? Arbeit. Erzmagier kriegt ja auch sofort Level 2. Also auf der Map mache ich das eigentlich so Arbeit gut ist wie immer. vollbracht. Vor allem gegen Untot und gegen Mensch, gegen Ork und Nachtelf kommt immer so drauf an. Es Bereit ist zur auch Arbeit. ziemlich nützlich im Human-Human-Matchup, weil man dann doch später in höheren Tech-Stufen zum Beispiel sehr viele Ritter bauen kann, Einsatz bereit. die ja im Arbeit ist Human vs. vollbracht. Human Matchup ganz praktisch sind. Und es gibt aber auch eine andere Möglichkeit zu spielen, was wir hier sehen. Mein Gegner Segun ist mir sozusagen immer ein kleines Stück voraus. Er denkt sich schon, dass ich eine Fast-Exe machen will Arbeit ist und vollbracht. nimmt deswegen den Bereit zur Arbeit. Erzmagier mit dem Blizzard-Skill Arbeit ist und vollbracht. versucht mich jetzt hier mit Blizzard zu harassen, sodass ich abgelenkt werde Arbeit und ist dass ich diesen vollbracht. Economy-Vorteil durch die Fast-Exe nicht so wirklich bekomme. So, Zerstört er kommt alle hier an, macht einen Einheiten. Blizzard auf meine Gold-Peons und ich Einsatz versuche ihn bereit. zu surrounden. Hat leider nicht geklappt, ich bin noch nicht losgegangen. Und jetzt kann ich ihn hier ein bisschen verscheuchen und er versucht jetzt hier sozusagen Zeit zu gewinnen. Und was sein Plan ist, ist halt die andere Möglichkeit zu spielen. Er techt recht früh auf Tier 2 und das kann ich nicht machen, weil ich ja eine Fast-Exe machen will. Und die kostet 205 oder um die 200 Holz. Das heißt, es wird eine ganze Weile dauern, bis ich dann noch die 210 Holz dazu bekomme, auf Tier 2 zu gehen. Und er techt dann auf Spellbreaker. Und das Besondere bei Spellbreaker ist, dass man sie eigentlich vor Tier 3 nicht countern kann. Also man könnte sie theoretisch mit Footman schon Bereit zur countern, weil Arbeit. Spellbreaker ja Medium Armor haben. Aber Und zerstört er alle spielt ja anderen mit Anbieter. Blizzard. Und das heißt, wenn ich an die Spellbreaker rankomme, haut er immer einen Blizzard drauf. Und das ist ziemlich schwer, was dagegen zu machen. Caster und Bereit Greifen zur können Arbeit. die gar nicht verletzen, die Spellbreaker, und Riflemen machen eigentlich weniger Schaden. Also braucht man da schon Ritter, um was gegen machen zu können. Jetzt haut ihr einen ziemlich verheerenden Blizzard auf meine Leute drauf. Ich glaube, ich war gerade in meiner Base beschäftigt. Ja, und man sieht also, diese Strategie kann auch ziemlich effektiv sein. Er klaut mir jetzt hier sogar das eine Item und ich schaffe es hier fast, ihn zu kriegen, aber er beamt sich dann doch weg und jetzt habe ich erstmal ein bisschen Ruhe. Leider nur noch ein Peon an der Echse, der das jetzt baut, aber ich habe auch keine Lust, jetzt Und total zerstört viele alle anderen abzuziehen, Anwesen. da ich auch ein bisschen Holzproduktion brauche, um selber zu techen und die Echse zu bauen und stetig Footmen zu bauen, um irgendwie noch ein bisschen was machen zu Einsatz können. Und wenn man bereit. jetzt hier bei ihm guckt, er hat zwei Towers gebaut, weil er ganz ohne Footmen spielt. Er baut auch keine Kaserne.
So, dass er sich jetzt damit schützt. Das heißt, er hebt sozusagen sein ganzes Geld auf, um dann bei Tier 2 ein paar Arkane Sankten hinzustellen oder noch weiter zu techen und ein Blood Mage dann gleich zu bauen. Meine verletzten Footmen stelle ich erstmal hier an Heilbrunnen. Geht ja bei Nacht und ich habe das Glück gehabt, dass ich Wächterschutzzauber bekommen habe. Und der Vorteil davon ist natürlich, dass ich jetzt mein Zugang zur Echse und mein Zugang zur Main mit Wächterschutzzaubern pflastern kann, sodass es für ihn recht schwer ist, mich unbemerkt zu harassen, beziehungsweise wenn er mich harasst, dann bin ich dann auch gleich da. Was noch recht wichtig ist, wenn ihr mal einen Fog of War anstellt und auf meine Ansicht zentriert, also bei mir gibt es jetzt erstmal nicht so viel Wichtiges zu sagen, ich creep halt jetzt ein bisschen, dann seht ihr, dass ich hier diese Farm habe, und zwar links unten von der Echse. Das geht eigentlich auf ziemlich jeder Startposition, auch wenn es auf der ganz rechten nicht so gut geht, weil da ein bisschen Zeug im Weg ist. Aber auch da kann man dort an den Rand eine Farm bauen, und da sieht man es schon frühzeitig, wenn jemand auf die Echse zuläuft. Also das würde ich auf jeden Fall machen, so eine Farm dahin bauen. Ich glaube, das habe ich von Cecil übernommen, der hat da immer seine Lisp hingeschickt in seinen Audiokommentaren, und ich baue da halt immer eine Farm hin. Farms sind ja recht billig, so jetzt kommt er ja an. Ich habe aber schon vorher meine Leute wegbewegt, weil ich gesehen habe, dass er kommt. Und ja, hab meinen Arbeitern auch eine extra Gruppe zugeteilt und einen arkanen Turm gebaut, sodass er jetzt keinen Mana mehr hat, um großartig rumzublizzarden, und ich nutze die Zeit, um jetzt hier entsprechend meinen Erzmagier auf ein ordentlich hohes Level zu bringen. Ich hätte hier jetzt wahrscheinlich scouten können, aber ich habe mir irgendwie schon halbwegs so gedacht, was er macht, dass er auf Spellbreaker geht, und versuche jetzt auch schnell genug Holz zusammenzukriegen, um selber zu techen. Also ich habe jetzt einen arkanen Turm an sowohl Echse als auch meiner Mainbase. Jetzt sehe ich ihn hier mit dem Wächterschutzteil, und er macht aber nichts, da er wenig Mana hatte, und jetzt hier auch noch mit dem arkanen Turm kann ich ihn hier auch noch abwehren. Das heißt, ich habe jetzt erstmal in Ruhe Creep-Zeit. Ja, jetzt fehlt es mir wieder an Gold, um zu techen. Und ich bin schon auf Level 3, während er mit seinem Erzmagier immer noch auf Level 1 ist. Er kommt jetzt in meine Mainbase und versucht jetzt hier meine Arbeiter durch normales Attackieren zu killen, aber es kann eine ganze Weile dauern. Der macht ungefähr 24 Schaden durchschnittlich. Jetzt sehe ich hier seinen Mountain King, und der boltet mir ja auch den Footman weg, der sich zum Heilen an diese Ecke gestellt hat. Das war etwas blöd, aber ich hau jetzt hier einfach die Creeps an. Oder nein, ich glaube, es ist sogar vorher schon Tag geworden, um ihn hier ein bisschen zu schädigen. Ja, zurück in meiner Base. Jetzt habe ich auch genug Ressourcen, um zu techen. Und mache das jetzt auch. Und ich laufe jetzt hier einfach mal zurück. Ich muss sowieso meine Leute sind eigentlich schon geheilt. Aber irgendwie stört er mich dann schon. Und ich versuche ihn hier zu vertreiben. Und naja, wenigstens ein bisschen Schaden zu machen. Sein Mountain King hat jetzt wieder einen Footman von mir aufgespürt. Den lasse ich jetzt wegrennen, bevor er nochmal boltet. Und wenn er jetzt mal in den Base guckt. Ich baue jetzt noch eine Schmiede, damit ich noch Rifleman bauen kann. Damit ich, falls er dann noch ein paar Sorceresses oder was weiß ich dazu baut, dass ich wenigstens die noch fertig machen kann. Und irgendwie mag ich es auch nicht, wenn man eine gewisse Menge an Footmen, was weiß ich, 8 oder 10 hat, dann baue ich auch sehr ungern noch weitere. Da, ich weiß nicht, ich habe einfach nicht das Gefühl, als würden die was bringen. Die sterben dann zu schnell, entweder alle durch irgendeinen Flächenzauber oder verhindern sich gegenseitig beim Vorrücken. Da baue ich halt lieber noch ein paar Riflemen dazu. Auch wenn das Wichtigste natürlich jetzt erstmal ist, dass ich auf Ritter komme, aber das dauert eine ganze Weile, und bis dahin muss ich auch irgendwie aushalten. Bisschen geschützt bin ich ja auch, und so ein paar Footmen, damit kann man auch erstmal eine Weile durchhalten. So, ich surrounde jetzt den Ogre Lord, damit er jetzt nicht eine Shockwave auf alle machen kann. Versuche hier ein bisschen meine Footmen zu micron, damit mir nichts wegstirbt. Ich glaube, das schaffe ich hier auch.
Ja, ist ziemlich knapp. Also manche sind ja schon bei 30, 40 Leben. Und jetzt hab jetzt auch ganz nette Items. Eine Flöte der Genauigkeit gibt meinen Fernkämpfern plus 10% Schaden. Für Wasserelementare und Rifleman und sonst was ganz praktisch. Und jetzt baue ich hier einen Goblin-Schredder, den ich dann zu meiner Mainbase schicke. Und der Grund dafür ist, dass man, wenn man eine Fast Exe macht, immer ziemliche Wood-Probleme hat. Und so ein Goblin-Schredder liefert bei einer Ladung schon 200 Holz ab, braucht auch nicht wirklich lange dafür und deswegen eignet er sich in diesem Fall schon. Ich glaube, wenn man einen Goblin-Schredder hat, braucht man eigentlich so ziemlich keine Holz-Peons mehr, beziehungsweise Peasants. Aber ich lasse halt da stören ja nicht weiter. Jetzt bin ich endlich auf Tier 2 und habe halt jetzt überhaupt kein Wood, um auf Tier 3 zu techen. Ich schicke erstmal meinen Goblin-Schredder frühzeitig zurück, damit ich wenigstens meinen Helden bauen kann. Und ein arkanes Gewölbe habe ich auch noch mit Fastbuild gebaut, damit ich meine Peasants erstmal heilen kann. Ich habe ihn jetzt ja auch schon gescoutet mit dem Goblin Laboratory. Und ich sehe, dass er gut geschützt ist und was jetzt schon ein bisschen Überraschung für mich ist, dass er auf Tier 3 ist. Das heißt, er könnte jetzt auch selber mit Rittern oder was weiß ich kommen und ich sehe auch, dass er selbst keine Echse hat, jedenfalls nicht an seiner Natural. Und sollte er, und es wäre auch wahrscheinlich schwer gewesen für ihn selber eine schnelle Echse zu machen, da er ja erstens beschäftigt war, mich zu harassen und zweitens auf Blizzard als First Skill gegangen ist. So, ich habe jetzt ungefähr eine 50 Armee, teche jetzt schnell weiter auf Schloss, sobald es geht, und war ein arkanes Sanktum, damit ich wenigstens auch ein paar Spellbreaker habe und ein paar Priests oder was auch immer. Und ja. Jetzt folgen erstmal keine Zusammenstöße. Ich schätze mal, er wartet noch ein bisschen auf den finalen Angriff, will mir noch nicht zeigen, dass er Spellbreaker hat und messt einfach noch ein bisschen Zeug. Und ich will mich ihm einfach noch nicht zeigen, weil ich noch nicht die Ritter habe und irgendwie noch Angst davor habe, jetzt von ihm mit den Spellbreakern plattgewalzt zu werden, mit meinen Footmen und Riflemen. Ich bin einfach noch nicht wirklich weit genug getächt. So, wie man sieht, häufen sich jetzt bei mir auch ordentlich Goldreserven an. Und er baut jetzt noch einen Greifenhorst. Das ist eigentlich auch eine ziemlich gute Idee. Damit hat er noch eine zusätzliche Möglichkeit, sowohl meinen Footmen beizukommen, als auch, wenn ich dann auf Ritter gehen sollte, mir sozusagen diesen Counter gleich vorwegzunehmen. Ich glaube, ich weiß es in dem Moment noch nicht. Nee, ich weiß es noch nicht. Also im Falle desjenigen, der keine Fast-Exe baut, sind Greifen auch eine ganz gute Idee. So, jetzt stoßen wir hier zusammen. Ich dachte mir, wenn ich hier schon mein Teufelspirscher habe, dann werde ich das wohl irgendwie schaffen. Aber er haut hier einen wundervollen Clap-Lizard in meine Footmen rein und ich beeile mich jetzt hier, so schnell wie möglich wegzukommen. Er ist nämlich schon auf Tier 3. Quatsch, auf dem dritten Level, auf Tier 3 natürlich auch, Level 2 Blizzard, plus Clap, plus Slow, haut so ziemlich alle Footmen weg, die ich habe. Und da kann ich mir jetzt schon denken, dass er wohl bald bei mir ankommen wird. Deswegen werde ich jetzt hier auch bald ein Sägewerk bauen und eine zweite Kaserne, um dann ordentlich Knights pumpen zu können. Ich habe wahrscheinlich bis zu dem Moment noch nicht dran gedacht, ein Sägewerk zu bauen. Ich habe auch noch nicht wirklich eins gebraucht vom Holz her. So dass ich jetzt mit zwei Peasants eine Kaserne fast bilde und ein Sägewerk mit rein. Ich habe jetzt hier auch überall Wächterschutzteile stehen, um zu sehen, wann er kommt. Und von seinem Standpunkt aus gesehen sollte er sich jetzt auch beeilen, denn schließlich habe ich die Fast Exe und ich bekomme ja immer mehr Ressourcen als er. Mehr Gold jedenfalls. Und das kann er sich nicht wirklich lange leisten. Er hat jetzt hier noch den Tech-Vorteil, da habe ich ihn aber auch bald eingeholt. Man sieht ja, ich bin jetzt schon auf dem Schloss. Ich könnte seine Armee jetzt countern. Das heißt, er sollte sich jetzt hier wirklich beeilen. Hat sich jetzt wahrscheinlich noch mit Items ausgestattet.
Aber irgendwie scheint er immer noch nicht fertig zu sein. Und er creept immer noch weiter. Entschuldigung. Hab irgendwie ein bisschen Erkältung und Halsschmerzen und so. Aber es geht schon wieder. So, man sieht, wenn man erstmal Spellbreaker hat, dann kann man auch schon ordentlich creepen. Und ja, wahrscheinlich wartet er, bis er eine ordentliche Anzahl von Greifen zusammenbekommt. Ah, nee. So, jetzt müsste es gehen. Ausbau abgeschlossen. Doch, wie man sieht, hat er zu lange gewartet und ich habe jetzt schon mehrere Ritter. Forschung abgeschlossen. Baue jetzt Double Rex Ritter, grade die ein bisschen ab, baue auch fleißig Farmen in der Gegend rum und denke mir, okay, jetzt habe ich seine Armee gecountert, jetzt habe ich Ritter gegen Spellbreaker und da kann ich ihn jetzt bestimmt überrollen. Womit ich jetzt natürlich nicht gerechnet habe, ist, dass er jetzt schon Greifen hat. Also stürme ich jetzt hier an seine Base. Ich hätte wahrscheinlich an der ersten Scout-Farm noch vorbeilaufen können. Aber ich glaube, in dem Moment wollte ich ihn gar nicht besiegen. Weil ich dachte an seinen Towern und so komme ich nicht vorbei. Und ich habe sowieso noch nicht genug Ritter. Ich wollte ihn eigentlich nur dazu zwingen, dass er sich portelt, weil ohne Rex zählt diese 350 Gold-Ausgabe für das Portal schon ziemlich stark. Und deshalb dachte ich mir, ich bin jetzt hier in der Nähe. Ich greife ihn jetzt einfach an und wenn er Portal, dann haue ich wieder ab. Ich habe jetzt hier eine 78er Armee, er hat eine 74er Armee, also nimmt sich noch nicht viel. Und ich habe auch jetzt hier schon ordentlich Ritter, 4 Stück. Und jetzt beamt er sich rein und ich haue auch sofort wieder ab. Weil ich eigentlich noch gar nicht so den Willen habe, ihn hier zu bekämpfen. Aber jetzt komme ich zurück und denke, naja, das wird doch schon gehen hier. Aber meine Rifleman, dagegen ist Blizzard natürlich auch sehr effektiv. Kriegen ja auch ziemlich was ab. Und jetzt hat er hier, kommt hier von der Flanke so eine Riesenmasse Greifen. Also damit hatte ich da wirklich nicht gerechnet in dem Moment. Und ich habe auch kein Town Portal. Irgendwie kaufe ich mir selten Town Portal, wenn ich eins verloren habe. Und das war in dem Moment eine schlechte Entscheidung. Also wenn man Fast Exe gemacht hat, sollte man sich wahrscheinlich erst kaufen. Aber es kam jetzt wirklich unerwartet für mich, dass er jetzt hier mit den ganzen Greifen ankommt. Wegrennen ist natürlich auch blöd, weil er mich mit Bolt noch erwischen kann. Aber dazu bleiben scheint auch nicht so eine gute Idee zu sein. Ich versuche hier nur noch ein oder zwei seiner ziemlich angeschlagenen Greifen fertig zu machen. Jetzt hat er leider auch noch meinen Mountain King gekriegt. Und ich hau jetzt erstmal ab, bin jetzt runter auf 51er Armee und er auf 60er. Der Kampf lief also ziemlich gut für ihn. Und er kommt jetzt hier zurück, hat jetzt auch schon Level 5 für seinen Mountain King und Level 5 für seinen Erzmagier. Läuft also nicht wirklich gut für mich. Und ich versuche jetzt hier panisch schnell noch meine Helden wieder zu beleben, den Turm zu bauen, erstmal Ritter zusammenzukriegen gegen die Spellbreaker. Und noch ein paar Riflemen gegen die Greifen. Und er hatte erstmal Angst vor meinem Tower, aber nicht wirklich lange. Das Problem ist ja, dass arkane Türme oder überhaupt Menschentürme außer Kanonentürme schwere Rüstung haben. Und schwere Rüstung bekommt doppelten Schaden von Magie. Das heißt, die Greifen fetzen so einen Turm echt schnell weg. So, wie man ja sieht, versuche ich mich noch ein bisschen mit Rittern zu wehren. Schaff's auch seinen Mountain King ziemlich runterzubringen. Auch wenn er geklappt wird und jetzt die Greifen ankommen und man sieht, also Greifen ist nicht wirklich nett für Ritter. Aber ich habe es wenigstens noch geschafft, seinen Level 5 Mountain King wegzukriegen, auch wenn leider kein Held da war, der Erfahrung gekriegt hat. Und ich versuche jetzt hier irgendwie ein bisschen auszuweichen und seine Greifen wenigstens noch mit den Riflemen beizukommen. Jetzt kommt mein Held wieder, das heißt Wasserelementare habe ich auch noch, um den Greifen entgegenzusetzen. Und ich habe noch mit Fastbuild einen Greifenhorst gebaut, das ist wirklich wichtig in diesem Matchup. Bei Riflemen haben wir ja gesehen,
sind zwar der Counter gegen Greifen, haben aber nicht viel entgegenzusetzen gegen diesen ganzen Blizzard-Beschuss und deswegen habe ich hier einen Greifenhorst mit Fastbild gebaut und versuche jetzt so schnell wie möglich an Drachenfalkenreiter ranzukommen, um die jetzt mit diesem Aerial Shackles einfangen zu können, und das mache ich jetzt hier auch. Der lebt nur leider nicht wirklich lange, da von den ganzen Greifen geschossen wird. Aber das gibt mir erstmal Zeit, mit meinen Rifleman noch hier ein bisschen aufzuräumen. Und ich habe ja zum Glück noch meine andere Echse, die mir ordentlich Einkommen gibt, sodass ich hier noch schnell reagieren kann. Auch wenn er mir andauernd was wegfetzt. Sein Erzmagier ist jetzt schon Level 6. Das ist ziemlich unangenehm wegen dem Ultimate. Ich bin jetzt Level 5. Und versuche jetzt hier irgendwie ihm seinen angeschlagenen Greifen noch wegzuhauen. Der auch vom Leben her noch nicht geupgradet ist. Und jetzt habe ich endlich meinen zweiten Drachenfalkenreiter. Habe mir jetzt noch schnell eine Heal Potion gekauft für meinen Erzmagier. Und man sieht, also Drachenfalkenreiter sind echt die beste Anti-Air. Abgesehen davon, wenn man jetzt irgendwelchen ganz kleinen Air-Viechern gegenübersteht, Gargoyles zum Beispiel, aber gegen so mittlere bis große Sachen, Weibern und Greifen und so, sind die wirklich genial, die Dragonhawks. Und jetzt versuche ich hier noch seinen Erzmagier down zu kriegen, aber er hat leider noch eine Potion dabei, die ihn schützt. Und dazu ist er jetzt auf Level 6, das heißt, er kann sich, solange er unverwundbar ist, sogar noch beamen. Jetzt einen kurzen Vergleich machen. Ich habe zwar so ziemlich alles verloren, aber ich konnte mich jetzt schnell wieder einbauen. Bin jetzt bei 27 Foot und er ist bei 33 Foot. Mein Held ist auch noch im Bau, während er seine beiden schon wieder da hat. Und sein Erzmagier ist Level 6, sein Mountain King Level 5. Das heißt, rein einheitentechnisch sieht es zwar schlecht für mich aus, aber die Fast Axe arbeitet immer noch für mich, die ich jetzt entsprechend schütze. Sollte er jetzt irgendwie ankommen, was weiß ich, ein Schaf reinschicken oder eine Miliz oder eine Farm an Rand bauen und mit Massenteleports umgreifen oder was auch immer mich harassen will, habe ich jetzt sicherheitshalber drei Türme an der Echse, einen noch nicht ausgebauten. Und wenn man zu ihm kommt, seine Goldmine gibt nicht mehr wirklich viel her, das heißt, er konzentriert sich jetzt erstmal darauf, eine Echse zu bekommen. Während ich jetzt hier erstmal in Ruhe mich wieder ausbauen kann. Er hat jetzt auch aufgehört, Greifen zu bauen, oder? Nee, er baut noch welche. Was natürlich eine eher schlechte Entscheidung ist. Gegen die Dragonhawks, wenn, dann hätte er wenigstens noch ein paar weitere Dragonhawks selbst basteln sollen. Aber, ja, er wird schon wissen, was er macht. Holt sich hier jetzt noch schnell eine Expansion, da es halt wirklich seine höchste Priorität sein sollte. Aber wenn ich mir das jetzt hier mal so im Nachhinein angucke, war das Spiel hier eigentlich schon ziemlich vorbei. Da seine Taktik ja eigentlich war, mich auszutechen, und solange ich noch nicht auf seiner Tech-Stufe bin, den Nachteil, dass er wenig Gold hat, damit wegzumachen, dass er auf einer höheren Tech-Stufe ist und sozusagen eine Armee-Zusammenstellung hat, die ich nicht countern kann. Aber ich bin jetzt auf Tier 3, ich habe jetzt schon meine Ritter gehabt und jetzt habe ich auch seine Greifen mit Drachenfalkenreitern gecountert und ich habe die Echse und er hat keine und seine Goldmine ist alle. Also würde ich sagen, ist das Spiel eigentlich schon ziemlich für ihn gelaufen, aber als Mensch kann man eigentlich immer noch was machen, mal ziemlich starke Helden, die sich auch ganz gut ergänzen, und mit dem entsprechenden Mikro kann man da auch noch viel rausreißen. Er kommt jetzt hier in meine Base rein und versucht mich damit sozusagen abzuhalten, seine Base kaputt zu machen. Mein Drachenfalkenreiter oder Dragonhawk oder was auch immer hat leider noch nicht die Fertigkeit, Türme auszuschalten, aber so schlimm ist es auch nicht, schon weg. Und er ist jetzt bei mir in der Basis und ich sehe jetzt, naja, er hat eigentlich nichts zu verlieren. Ich habe meine Echse und wenn ich mich jetzt hier verteidige, dann habe ich immer noch eine gute Position. Also lade ich jetzt wieder meine Units in den Zeppelin und komme zurück, bevor er hier Stück für Stück meine Armee zerlegt und dabei noch mehr aufsteigt. Was weiß ich, Level 6 mit dem Mountain King, das wäre nicht wirklich toll.
Und nebenbei versucht er mich auch noch mit Greifen zu harassen an meine Echse. Und leider habe ich die Türme natürlich wieder so gebaut, dass sie nicht rankommen. Das war jetzt ziemlich blöd so im Nachhinein. Und er zerlegt mir ja schrittweise die Units, hat jetzt seinen Bergkönig auf Level 6. Spart sich wahrscheinlich nur sein Mana für Gold. Und jetzt komme ich hier an, lade mich hier aus und ja, boltet mich hier, macht noch einen Blizzard drauf und ich schaff's nicht mehr. Ja, es war seiner, genau, jetzt sehe ich das erst. Ich bolte sein Held und sein Erzmagier ist erstmal weg und jetzt kann er nicht mehr wirklich viel machen. Er könnte zwar noch einen Held von mir bolten, aber ich habe meinen Zeppelin dabei, das heißt, ich könnte den Held dann noch rechtzeitig wieder reintun. Ja, und er gibt auf. Und ja, das war's jetzt schon wieder. Was ich jetzt so im Nachhinein da an dem Spiel noch verbessern würde. Also erstmal aus seiner Sicht hätte ich wesentlich früher angegriffen. Und zwar in dem Moment, wo er eine geeignete Größe bzw. eine geeignete Armeegröße hatte. Und was weiß ich, 50-50 mit genug Spellbreakern, dann hätte ich angegriffen. Bzw. wenn sein Erzmagier Level 3 war, so dass er dann auch den Blizzard entsprechend einsetzen konnte. In dem Moment, wo er meine ganzen Footmen weggehauen hat, zum Beispiel mit dem Clap Blizzard, da hätte er eigentlich nachsetzen müssen. Das heißt, das ist ja eigentlich der Kernpunkt einer solchen Strategie, dass man früh angreift, bevor diese Ressourcenüberlegenheit zu groß wird. Ja, und an meiner Stelle muss ich sagen, ich hätte mehr scouten müssen und mit die Fast Exe auch dafür nutzen sollen, ja, ein zweites Town Portal zu kaufen und vielleicht noch ein, zwei Potions für meine Helden. Und ja, dadurch, dass ich nicht gescoutet habe, habe ich als viel zu spät gesehen, dass er auf Greifen geht und auch viel zu spät die Dragonhawks gebaut. Und ja, wenn ich halt diesen immensen Goldvorteil durch die Fast Exe nicht gehabt hätte, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht mehr geschafft da in dem Moment. Aber es wäre natürlich dann auch eine ganz andere Sache gewesen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde dann auch mal ein paar weitere Auto-Comments machen mit Human. Da ich mich jetzt hier schon ein bisschen reingefitzt habe, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, dann postet einfach ins Forum. Und dann wünsche ich euch einen schönen 2. Dezember noch oder ja, wann immer ihr das hört. Okay, tschüss.